Eine Mehrheit der Bevölkerung findet, dass es in diesem Land sozial ungerecht zugeht. Nach der Schröder-Regierung hat auch die Regierung Merkel Wohlhabende reicher gemacht und Arme ärmer. Und die Mittelschicht, die einfachen Beamten, die Beschäftigte fühlen sich immer mehr bedroht, auch von der Wirtschaftskrise. Während die einen durch Milliardenchecks geholfen bekommen, insbesondere die Banker und DAX-Unternehmen, fürchten die anderen um ihren Arbeitsplatz. CDU, SPD, Grüne und FDP wollen an dieser Politik nichts verändern. Sie setzen auf eine Politik der sozialen Spaltung. Soziale Gerechtigkeit ist aber wählbar. Wir setzen uns ein für Mindestlöhne, für höhere Hartz-IV-Regelsätze, für normale Beschäftigungsverhältnisse, gegen Dumpingprozesse und wollen, dass diese Politik mehrheitsfähig wird. Je stärker die Linke, umso sozialer wird das Land. Sie haben die Möglichkeit, uns dabei zu unterstützen.